Sie ist nämlich behaart und sie steht dazu. Begrüßen Sie mit mir Adriane Berndt. Oliver. Jetzt habe ich es mit Namen. Oliver. Also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es eine Frau ist, dann würde ich sagen, das wäre eine Transe. Also ich weiß nicht, also das kann man nicht als, weiß nicht, erotisch, ne. Weiß ich nicht, ne. Also würde mich absolut stören. Ja? Ja. Einfach so vom Blick oder ich magst du das nicht anfassen? Nee, anfassen, das reicht ja schon, wenn ich Haare an den Beinen habe. Ja. Weil, also ich finde, siehst also auch noch sehr extrem, weil sie auch noch sehr dunkel, also noch recht dunkel sind die Haare. Ja. Als wenn es helle Blonde wären. Mhm. Adriane. Ich finde das recht krankhaft, was er erzählt, ehrlich. Ja. Also, ich arbeite mit den Haaren. Ich arbeite auch als Model. Ich verdiene eine Menge Geld damit. Und ich finde es nicht schlimm. Die Mutter Natur hat mir die Haare nun mal gegeben. Meine Oma hat Haare gehabt, meine Mutter hat Haare gehabt, meine Uroma. Und das ist nun mal bei Frauen so wie bei mir vererbt. Jetzt sieht man, kann man sehr schön erkennen, an den Beinen bist du stark behaart. Ja. Gibt es sonst irgendwie so Oberarme oder ja, Dekolleté oder Arme. Gesicht? Nee. Also Arme, Beine, ein Kinn, aber das mache ich weg. Das muss nicht unbedingt sein. Also da willst du es nicht zeigen, das machst du selber weg? Nicht unbedingt meine Sache. Bitte schön, einmal aufstehen zu mir. Ja. Bitte. Also ich wollte mal zu ihr sagen, ich finde das ganz toll, wie sie dazu steht. Und zu ihm würde ich sagen, also ein Typ, der von mir verlangt, dass ich meine Haare abrasiere an den Beinen oder sonst wo, der käme für mich überhaupt nicht in Frage. Den würde ich auf den Mond schießen oder sonst was. Ich finde das unmöglich, dass er das auch selber macht. Also, würde ich nie machen, schon gar nicht für so einen Typ. Ehrlich nicht. Also, Oliver. Erstmal würde ich es also nicht von meiner Partnerin verlangen, weil ich erstmal mit so einer Person erst gar nicht zusammenkommen würde. Ja, aber du guckst Glück gehabt, ehrlich. Aber Oliver, guckst du gleich unter die Hose und guckst, ob da Haare sind? Also ich achte schon auf die Beine. Für den einen ist der Arsch erotisch oder der Busen. Was würdest du denn machen im Winter? Im Winter hat die Frau eine Hose an. Ja, du verliebst dich in die und gehst mit der also nach Hause. Sie zieht sich aus, sie hat Haare an den Beinen. Ja, schickst du dann wieder heim oder was? Die darf wieder einpacken, ja. Das ist ja wohl nicht wahr. Das ist ja unmöglich. Ja. Nee, das hat nichts mit Krankheit zu tun. Na klar. Aber ich meine, meistens sieht man eigentlich auch schon Frauen, Frauen, die was von sich halten. Frauen, die also, wo die Körperhygiene sehr oben steht, die haben erst überhaupt keine Haare an den Beinen. Moment, da muss ich jetzt mal fragen. Finde ich aber besser so, eine Frau, die Haare an den Beinen hat, als Haare auf den Zehen. Also ich habe mal eine Frage an dich. Was hältst du nun von Frauen, die einfach, wie es bei ihr ist oder wie es bei mir auch gewesen ist, die das einfach vererbt bekommen haben. Wir können einfach gar nichts dafür. Ja, und die Haare wachsen auch mit Wachs wieder nach an bestimmten Stellen. Da kannst du überhaupt nichts machen. Das ist aber also ich muss Natur. Sagen, irgendwo siehst du da nicht richtig durch. Es gibt ja nämlich auch eine Krankheit. Ich sehe ja nicht jetzt bei ihr nur an der das sind ja nicht nur die Haare an der Beine. Also okay. Mich wird also auch stören bei ihr. Und sie hat ein sehr hübsches Gesicht. Aber wenn Augenbrauen zum Beispiel zusammenwachsen, das finde ich also auch schrecklich. Kann man auch was dagegen tun. Sieht Adriane nicht so. Die Adriane hat uns eben erzählt, Mensch, sie hat ein Selbstbewusstsein, sie verdient als Model damit Geld. Wirst du extra gebucht, um deine behaarten Beine dann auch wirklich mit abzufotografieren? Ja. Aber bestimmt nicht bei Chanel, Versace, Job, nicht bei den Wieso Großen. Wieso denn? Sind ja auch alle krank in der Birne, genauso krank wie du. Ja, klar. Moment, ja, das stimmt natürlich nicht. Bitte. Sagen wir mal so, ich bin nicht der Typ von Frau für Chanel und Versace und so weiter. Ich habe eine Menge Menschen kennengelernt, die dazu stehen, die Haare gut finden. Und also mir passt das wunderbar. Ich habe einen lieben Freund, der das auch genauso mag wie ich. Ja, es gibt Beinfetischisten, es gibt bestimmt Nein, das auch Fetischisten, ist überhaupt die Beine mit Haaren kein erotisch das hat finden. Überhaupt ja, mit Fetischismus nichts zu tun. Was nennst du denn einen Fetischist? Ein Fetischist ist ja jemand, der auf Lack nicht steht, mit ihr zusammen sein, aber also nicht auf Haare. Ne. Also ich finde es krankhafter, so wie du rumzulaufen mit einer Kontaktlinse und abgerissenen Brusthaaren, wo ich echt Wunden da habe, als mit meinen Beinen. Irgendwo widerspricht es sich. Die Brusthaare werden weggemacht und an den Beinen lässt er so wachsen. Ja. Ja, weil bei mir ist das so, an den Armen und an den Beinen habe ich nicht sehr viel.
Und ich bin sind bestraft aber auch, worden. Sind aber auch Oberkörper. Ja, ich bin nicht bestraft worden, das ist die Natur. Kann man eben nichts dran machen. 100 Mal bist du bestraft worden. Adriana, hattest du denn nie Probleme damit, dass du irgendwie so in der Pubertät, dass die anderen gucken, Mensch, hast du viele Haare, weil viele sich vielleicht die auch rasiert haben? Ja, sagen wir so, ich habe früher auch die Haare rasiert. Das ist nicht so, dass ich immer so extrem gelaufen bin. Also wo ich 15 war oder 16, natürlich haben alle geguckt, keine Mädchen haben Haare gehabt, dann habe ich ja auch die abrasiert. Dann habe ich angefangen mit dem Wachs, genauso wie er erzählt hat, abzureißen. Aber das bringt ja nichts. Die Wurzeln sind so tief in den Körper, die Haare wachsen immer nach. Man kann das 20 Millionen Jahre abreißen. Die werden immer da sein und die werden immer wieder kommen. Aber wann kam dann bei dir die Wandlung, dass du gesagt hast, okay, ich lasse es jetzt einfach wachsen, ich mache da gar nichts mehr und ich versuche das jetzt einfach umzusetzen, indem ich Haarmodel werde? Ich war einfach sauer, weil die Gesellschaft bestimmt die Menschen. Und ich habe in Berlin auf dem Kudamm in einem Steakhouse gearbeitet, wo man richtig mit Röckchen und schwarze Strümpfen und weiß ich rumlaufen musste. So, dann bin ich von Urlaub gekommen und habe ich nur so eine kurze Stüppelhaare gehabt, wo man es einfach durch die Strümpfe gesehen hat. Und da hat mich mein Chef gerufen, also beim Arbeiten zu sich und sagte zu mir, Frau Bernd, gehen Sie jetzt nach Hause und rasieren Sie die Haare ab. No, und dann können Sie wieder arbeiten kommen. Puh, Diskriminierung. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Ich habe gesagt, nee, ich kündige. Bin gegangen. Dann habe ich die Haare wachsen lassen. Dann habe ich eine Annonce in der Zeitung reingesetzt, dass ein Model, also behaartes Model für Fotos für Verfügung steht. Naja, und da kam die Anfrage. Was sind das für Fotos? Ich stehe als Aktmodel zur Verfügung. Willst du die mal kurz sehen? Ich zeige sie dir. Da oben ist ein Monitor. Ja. Wir legen einfach die Fotos mal vor. Jetzt sind wir beide noch im Bild. Da haben wir das zum Beispiel. Mhm. Frage ich doch mal Werner, wie findet er das? Gut. Besser Haare an den Beinen als Haare auf den Zehen bei einer Frau. Frage ich mal hier weiter. Du bist noch relativ jung. Ja. Ja? Was hältst du davon? Ja, also ich finde es schrecklich, so rumzulaufen. Ich finde, Haare zu rasieren ist ein Zeichen, finde ich, für Sauberkeit und dass man sich um sich kümmert und gepflegt rumläuft. Also ich könnte nie so rumlaufen. Das ist schrecklich. Alleine, das sieht überhaupt nicht aus. Das ist überhaupt also es hat nichts Weibliches, finde ich. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ich bin auch der Meinung. Die obere Hälfte schon, aber das untere Teil nicht. Ja. Mhm. Wie gehen Männer mit deiner Behaarung um? Hast du öfter solche Reaktionen wie Oliver? Der dann einfach sagt, das sieht fies aus. Also ich lasse mich in solche Gespräche überhaupt nicht reinziehen, weil das sind für mich keine Menschen. Mhm. Also ich gehe da lieber mit anderen Personen um, die Verständnis dafür haben und die dich als Mensch sehen, nicht als irgendwelche Objekt, weil er gerade da keine Haare haben möchte oder irgendwas. Und du hast uns eben schon verraten, du hast einen ganz lieben Freund, der das sehr mag. Ja. Und den hast du mitgebracht und ich freue mich auf Peter Tabbert. Peter, wie lange kennt ihr beiden euch schon? Wir kennen uns jetzt ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich habe Internet gesurft und eine Anzeige gefunden über die zweite Hand, wo sie praktisch ihre Bilder anbietet und habe da angerufen. Mhm. Dann haben wir uns getroffen und seitdem sind wir zusammen. War das so ein Bild, wo man auch ihre starke Behaarung sieht? Nee, das war eine Textanzeige. Eine Textanzeige. Und du wusstest noch gar nichts davon? Ja doch, klar. Aus dem Text ging halt hervor, dass sie als stark behaartes Modell... Und das hat dich gleich angezogen? Ja, ich finde, also seit meiner Geburt, muss ich sagen, bin ich irgendwie ein absoluter Fan von behaarten Frauen. Weiß auch nicht, warum das so ist. Ist mir inzwischen auch egal. Früher habe ich es versucht zu unterdrücken, aber ich finde es völlig normal inzwischen. Und ich liebe das einfach. Und was heißt jetzt behaarte Frauen? Hast du irgendwie in deiner Verwandtschaft, kennt man ja Damenbart oder auch starken Haarwuchs an den Beinen? Ja, es gab mal eine Tante, die ich total bewundert habe, als ich noch ganz klein war. Und die habe ich immer angeguckt und meine Verwandtschaft dachte immer, ich finde das irgendwie abartig bei der, aber ich habe das immer bewundert, damals schon. Und ich bewundere das heute noch. Ich finde es einfach toll. Konnte man immer mit den Freundinnen, die vorher in deinem Leben da waren, konnte man drüber reden, wenn die vielleicht sich rasiert haben oder sonst was, dass du gesagt hast, Mensch, lass doch wachsen, ich finde das gut? Ja klar, ich habe immer versucht, die zu überreden, das wachsen zu lassen, mehr oder minder mit Erfolg, aber
es war natürlich schön, wenn das kein Thema mehr war, wenn es einfach dann so war, wie, dass die Haare da sind. Und ich finde auch die Diskussion um Haare, ja oder nein, eher lästig, also eher hinderlich, weil das kommt ja nun nicht auf die Haare drauf an, sondern eher so auf die, in der Partnerschaft, auf das Gefühl, was man zueinander entwickelt. Und wenn die Haare dann da sind, ist es toll. Das ist einfach nur zusätzlich ein schönes Bild. Ich sehe das einfach gar nicht. Ich berühre es gar nicht, fasse es gerne an, ich streichle es gerne. Und ich finde es absolut nicht männlich. Und ich finde es auch eher merkwürdig. Ja. Die Haare sind von der Natur nun mal da. Und das als unnatürlich zu bezeichnen, widerspricht sich ja, das ist ja paradox. Ich meine, Frauen haben Haare, Männer haben Haare und die Gesellschaft macht das bloß, dass Haare bei Frauen irgendwie unnatürlich sind und vor allen Dingen auch ihr Argument, dass es irgendwas mit Hygiene zu tun hat, kann ich nicht verstehen, weil wenn Männer irgendwie sich nicht rasieren, dann gelten die ja auch nicht als unhygienisch. Bei Frauen soll es so sein, das kann ich nicht nachvollziehen. Oliver, er hat ein paar grundsätzliche Dinge gesagt, die sehr richtig sind, aber er hat auch gesagt, er fasst es gerne an, er findet es gut. Ich meine, ich habe es ja jetzt schon rausgehört, dass er darauf abfährt, ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass die Beine mit dem Sex mit eingebaut werden, also ist schon die Richtung im Fetischismus, weiß ich nicht. Sag ich jetzt, ja doch. Wieso musst du das in diese Ecke drängen? Ja, weil das, wenn ich höre, Internet surfen und sie hat sich da mit ihren Beinen beworben, weiß ich nicht, also tut mir leid, ja. Na, es ist nicht viel mehr ein Fetischismus, Haare zu entfernen und diesen, ich meine, das ist doch, das ist doch viel eher. Muss man einer Jugend vielleicht verzeihen, weil er das macht. Ich weiß es nicht. Peter, wie wäre das aber denn, wenn deine Freundin plötzlich mal sagen würde, ich arbeite als Model und plötzlich wollen sie, dass ich mir das rasiere? Ist schon vorgekommen, da habe ich eine schwere Zeit, aber 3 Monate später ist dann wieder alles okay. Achso, dann bist du schon sehr, sehr traurig. Na klar. Also ist einmal schon passiert? Ja, ja, ist schon passiert. Hast du es ihm dann irgendwie gesagt, Mensch, Peter, für den Job, da muss ich jetzt? Ne, das war eine komische Situation. Einfach, die haben mir Geld dafür angeboten, um die Haare wegzumachen und das aufzunehmen. Ja. Ja, ich habe einfach ja gesagt. Ja? Hast du ihm vorher nichts gesagt? Doch, na klar. Also für Geld würdest du es machen, oder wie? Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist es unbezahlbar. Gibt es bei euch mal nie im Bekanntenkreis blöde Sprüche, Peter, wenn man mal ein Bierchen trinkt und sagt, Mensch, deine Freundin hat aber viele Haare an Beinen, findest du das schön? Gibt's dann, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde das ganz toll, dass das für euch ist. Das sollte auch kein Thema sein. Trotz allem kenne ich genug Schandmäuler, ich gehöre bestimmt auch dazu, die zwischendurch bestimmt mal eine spitze Bemerkung machen. Ja, die sollen mal lieber irgendwie bei sich selbst gucken, finde ich. Also nicht ablenken von sich, irgendwie das überspielen. Jeder hat irgendwie Mängel, mit denen er nicht zufrieden ist an sich. Und ich denke, dieses auf andere zeigen und guck mal da, das, ich weiß nicht, wo das herkommt, wozu das überhaupt sein muss. Jeder soll doch bei sich bleiben. Und wieso kann jemand zu mir sagen, dass das irgendwie unnatürlich ist, dass ich Haare schön finde? Ich finde die einfach, okay, meine Güte, jeder hat verschiedene Vorlieben. Ich mag die und ich stehe dazu.